Der fünfte Familiensonntag am 31. Mai im Pfanntechnikum Wismar beschäftigt sich voll und ganz mit dem Thema Wasser. Das Element, das bewegt und trägt. Ab 13.30 Uhr werden Führungen angeboten. Um 14.30 Uhr lohnt sich ein Blick ins Labor. Dort gibt es spannende Experimente rund um das nasse Element. Um 15.30 Uhr lädt die Bastelwerkstatt zum Mitmachen ein. Mehr Informationen bekommen Sie unter www.pfanntechnikum.de. Das Landgestüt Redefin ist einmal mehr Schauplatz einer der ungewöhnlichsten Ausstellungen. Lebensart, Erlesenes und Schönes zieht Liebhaber und Genießer mit einem Hang zu interessanten, exklusiven, aber auch alltagstauglichen Produkten an. Darüber hinaus bietet die Lebensart Hochwertiges zum Thema Gastronomie. Lassen Sie sich überraschen vom 29. bis 31. Mai auf dem Landgestüt Redefin. In Schwerin beginnt am 30. Mai das 24. Norddeutsche Sportfest der Vielfalt. Bei diesem Ereignis, das vom Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport MV organisiert wird, ist wirklich jedermann willkommen. Auf der Sportanlage Lambrechtsgrund wird Fußball, Hallenboccia, Elektro-Rollstuhl-Hockey, Rollstuhl-Basketball, Degenfechten und vieles mehr angeboten. Besonderer Höhepunkt ist der erste Stolle-Spendenlauf. Pro gelaufene Stadionrunde wird 1 Euro zugunsten der Abteilung Judo des PSV Schwerin gespendet. Kindertag vorgezogen. Der Rostocker Zoo feiert den Ehrentag der Kleinsten einfach schon mal einen Tag früher. Am Sonntag, dem 31. Mai, wird von 10 bis 17 Uhr das volle Familienprogramm geboten. Show, Theater, Musik, Spiel und Mitmachaktionen. Mit dabei der kleine Eisbärjunge Fiete. Auch für ihn ist es der erste Kindertag. Zum Familiensamstag heißt es im Kunstmuseum Ahrenshoop von den Künstlern abgeschaut. Sie entdecken einfache Formen in den Werken der Ahrenshooper Künstler und kreieren einen Kartengruß von der Ostsee mit Farbe, Pinsel, Schere und Papier. Der Workshop für Erwachsene und Kinder beginnt am 30. Mai um 11 Uhr. Weitere Infos unter www.kunstmuseum-ahrenshoop.de. Mechthild ist gerne allein, doch das war einmal anders. Als ihr Mann noch lebte, aber der ist nicht mehr da. Er hätte sie eben nicht schlagen dürfen. Mechthild saß im Knast und in der Psychiatrie. Nun ist sie zurück im Leben. Marlene Eiberger in einer ihrer Paraderollen. Nichts Schöneres vom Mecklenburgischen Landestheater Parchim am 26. Mai in der Remise des Landratsamtes Parchim.